Hört ihr das? Das ist der Sound von einem Slider. Aber seht ihr das? So sieht ein Fingerabdrucksensor aus, der im Display sitzt. Die Mi Mix-Reihe von Xiaomi, die zieht immer relativ viel Aufmerksamkeit auf sich, weil Xiaomi damit immer so ein bisschen experimentiert. Das erste Mi Mix war schon damals mit einer krassen Screen-to-Body-Ratio, hast schon damals echt in die Nachrichten geschafft, ja, mehr oder weniger. Bei Mi Mix 3, das Ende 2018 kam, setzt man jetzt erstmalig auf ein 6,39 Zoll AMOLED-Display und das sehen wir genauso auch im Xiaomi Mi 9. Genau, man hat sich da schon mal so ein bisschen, ja, angeguckt, wie das so funktioniert, ob das gut funktioniert, und jetzt haben wir genau das gleiche Display auch hier im Mi 9, nur mit einer etwas anderen Notch, denn hier gibt es einfach keine Notch. Hier gibt es keine Notch, ist also in dem Sinne irgendwie randlos, könnte man sagen, auch wenn man natürlich mal ein bisschen streng ist, hat man hier noch ein bisschen Rand, aber an sich ist das schon ein sehr randloses Smartphone. Warum ist da keine Notch? Hat man einfach auf eine Frontkamera verzichtet? Natürlich, nein, es gibt einen Slider. Deswegen ist das Handy auch ein bisschen dicker, aber deswegen kann ich auch so coole Sachen machen hier. Genau, hier das Handy, das Mi Mix 3 besteht quasi aus zwei Teilen. Wir haben hier oben das Display und da unten mehr oder weniger das Handy, also die ganze restliche Technik. Das sorgt dafür, dass ich einfach hier das Display runterziehen kann, einen coolen Sound auslöse. Was sehr viel Spaß macht. Der ganze Slider, der ist schon echt cool, macht süchtig, macht richtig viel Spaß und funktioniert eigentlich auch so, wie er funktionieren sollte, bringt aber auch ein paar Nachteile mit sich. Den ersten Nachteil erkennt man schon, wenn man die mal so nebeneinander hält. Das Mi Mix 3 ist einfach etwas dicker. Hier wird gerade wieder gebeamt, aber so geht es auch. Und es ist dazu auch noch schwerer. Wir sind hier bei 218 Gramm, hier sind es 173 Gramm. Das sind also fast 50 Gramm Unterschied. Das merkt man ganz schön. Hier ist nämlich hier viel Mechanik drin durch diesen mechanischen Slider mit den Magneten. Das ist schon deutlich schwerer bei eigentlich sonst gleicher Größe. Genau, und du hast da natürlich auch noch so eine leichte Lücke irgendwie dazwischen, wo man so ein bisschen durchgucken kann, wenn man sich anstrengt. Genau, es liegt nicht zu 100% genau aufeinander. Da ist so ein minimaler Spielraum. Das ist hier bei der Global Version schon für meinen Eindruck ein bisschen besser verarbeitet als bei der China-Version, die wir damals hier hatten. Aber gut, das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, dass irgendwas schnell kaputt gehen kann. Angenommen, ich habe es jetzt hier so, ne, so draußen und bleib irgendwo hängen. Das kann man hier schon so ein bisschen runterdrücken. Das könnte also schneller abbrechen. Das hat man bei so einem kompakten Design ohne so einen Mechanismus natürlich nicht. Hier ist so ein klassisches Glas-Sandwich, also Gorilla Glas. Ich glaube sogar 6, die neueste Generation, auf der Vorder- und Rückseite. Und dann natürlich der Metallrahmen, um das Ganze zusammenzuhalten. Also ein sehr stabiles Smartphone und wie du sagtest, schon trotzdem sehr leicht dabei. Was wirklich auffällt, es ist so groß und man denkt, es müsste schwerer sein, aber es ist wirklich schön leicht geblieben dabei. Bis auf den Slider sind sich die beiden Geräte im Design aber sehr ähnlich, gerade auch was die Anschlüsse angeht. Wir haben ja auf der Unterseite einfach nur USB-C-Anschluss und Lautsprecher. Auf der Seite haben wir den SIM-Slot und auch eine AI-Taste. Genau. Bei beiden ist auch hier der Google Assistant, der drauf liegt. Wir haben oben keinen Infrarotblaster, merke ich gerade. Hier haben wir einen. Genau, dafür hier ganz normal Power-Button, Lautstärke-Wippe und natürlich keinen Kopfhöreranschluss und auch bei beiden Geräten keine Speichererweiterung. Genau. Halt bei beiden beide sind so ein 500-Euro-Gerät, liegen preislich auf einem sehr ähnlichen Niveau. Im Inneren merkt man dann schon, dass das Mi Mix 3 noch letztes Jahr rauskam. Das Mi 9 ist nämlich schon dieses Jahr rausgekommen und wir haben den neuen Snapdragon 855 hier verbaut. Das heißt, der allerneueste Flagship-Prozessor von Qualcomm, neues 7-Nanometer Fertigungsverfahren, ist nochmal ein bisschen leistungsstärker und dabei trotzdem energieeffizienter. Hier noch der alte. Hier ist noch der 845er, wobei man fairerweise sagen muss, es gibt ja auch schon das Mi Mix 3 5G. Das können wir auf dem MWC schon sehen. Kurzes Hands-on gibt es da oben. Das ist schon mit dem 855er ausgestattet. Aber gut, das ist jetzt in der Praxis auch nicht der Mega-Unterschied. Genau, theoretisch könnte man hiermit auch 5G telefonieren und 5G-Internet und so nutzen. Hier ist aber das entsprechende Modem nicht verbaut. Dementsprechend hat man nur den Leistungsunterschied und den merkt man im Alltag de facto nicht. Wo man aber einen Unterschied merkt, ist der Punkto Kamera, der mir persönlich auch immer sehr wichtig ist, denn bei dem Mi 9 hat man nicht gespart und hat einfach mal drei Kameras verbaut. Genau, man hat hier wirklich nicht gespart. Eine 48-Megapixel-Kamera als Hauptkamera, eine Ultraweitwinkelkamera und eine Zoom-Kamera für zweifachen Zoom.
Also man ist hier wirklich sehr, sehr flexibel und deckt wirklich viele verschiedene Brennweiten ab. Ja, und ist einfach im Alltag, hat man alle Möglichkeiten, sag ich mal. Das finde ich ein bisschen schade bei Mi Mix 3. Da gab es nämlich irgendwie keinen Schritt nach vorne. Das ist theoretisch die gleiche Kombination, die schon im Mi Mix 2S saß und die auch in dem Mi 8, also dem Vorgänger, saß. Da sind zwei 12-Megapixel-Sensoren, zwar auch eine Telekamera dabei, dürfte wahrscheinlich der gleiche Sensor sogar sein, ja. Aber die Ultraweitwinkelkamera fehlt leider. Dafür hat man auf der Frontseite ein bisschen aufgebessert. Hier gibt es einen 24-Megapixel-Sensor, ist auch ein Sony-Sensor, der hier oben im Slider drin sitzt. Gepaart mit einer 2-Megapixel-Dual-Cam, also mit einem Sekundärsensor. Und da muss ich sagen, in Sachen Selfies, da sticht das Mi Mix 3 das Mi 9 aus. Ja gut, man hat hier natürlich einfach weniger Platz, dadurch, dass hier diese Slider-Lösung ist, da ist einfach nochmal mehr Platz gewesen. Hier ist es jetzt nur eine einzelne Kamera mit 20 Megapixeln. Die aber auch gute Selfies macht, ja, muss man definitiv natürlich sagen. Aber in Sachen noch Schärfe, Auflösung, genau, ist das Mi Mix 3 da noch ein bisschen stärker. Ja. Kann man aber auch schnell zusammenfassend sagen, dass das Mi Mix 3 wirklich gute Fotos macht. Das Mi 9 ist aber aktuell da einfach ganz, ganz oben, ja, und sticht das Mix 3 nochmal aus. In puncto Akku sind beide fast auf Augenhöhe, kann man sagen. Wir haben im Mi Mix 3 3200 mAh, bei Mi 9 sind es minimal mehr. 3300, yes. Okay, 100 mAh machen den Riesenunterschied. Nein, natürlich nicht, das macht nicht den Unterschied, aber es ist ein cooles neues Feature hier verbaut, nämlich das kabellose Laden. Das gibt es bei Mi Mix natürlich auch schon. Genau, das Mi Mix 3 kann man durchaus kabellos laden. Das hat mit dem Mi Mix 2S bei Xiaomi angefangen. Das sind hier mit bis zu 10 Watt. Das dauert so gut 2,5 Stunden, bis das komplett aufgeladen ist. Absolut lächerlich. Wir haben hier nämlich Laden mit bis zu 20 Watt kabellos und das dauert dann nur 90 Minuten, bis es von 0 auf 100% voll geladen ist. Das funktioniert fairerweise aber natürlich nur mit dem 20 Watt Qilala von Xiaomi, ja, und dem entsprechenden Ladegerät und dem entsprechenden Kabel, aber da ist das Mi 9 aktuell Spitzenreiter, Weltrekordhalter. Das kann kein anderes Smartphone auf der Welt. Ja. Neben dem kabellosen Laden haben wir auch das gleiche Betriebssystem. Wir haben auf beiden Handys MIUI natürlich drauf. MIUI ist quasi basiert auf Android, basiert bei beiden auf Android 9. Genau. Ist halt Xiaomi User Interface, ist also mehr als eine Oberfläche, so ist ein richtig angepasstes Betriebssystem. Greift sehr tief ein, hat ein aggressives Batteriemanagement, aber ist in meinen Augen echt ein gutes Betriebssystem. Ja. Jetzt gerade natürlich auch, weil wir schon einige Geräte davon getestet haben, ist man ein bisschen vertraut damit auch. Aber gefällt mir echt gut und da kann man sich auch ziemlich schnell dran gewöhnen, wie ich finde. Genau, und wenn man es nicht mag, kann man immer noch einen anderen Launcher installieren. Hier bei beiden sind wir bei MIUI 10.2, also genau, auch da die neueste Version. Und Xiaomi ist ja auch bekannt dafür, dass sie Software-Updates und so noch ein paar Jährchen und auch recht flott immer an den Mann bringen. Ja, man merkt auch, dass beide Geräte quasi die aktuellen Flagships sind. Die sind sich in vielen Sachen nämlich darüber hinaus sehr ähnlich. Wir haben Bluetooth 5.0, ja, wir haben auch NFC, also wenn ihr kontaktlos bezahlen wollt, genau, im Supermarkt, könnt ihr einfach Handy dran halten. Das ist beides ganz offiziell als Global Version erhältlich. Genau, Play Store und natürlich Deutsch, alles kein Problem. LTE Band 20 mit, genau, an Bord. Wir haben auch bei beiden Dual GPS zum Beispiel. Es sind so einfach viele neue Standards, die noch gar nicht so unbedingt etabliert sind. Gerade sowas wie Dual GPS, ja, die hier schon echt Anwendung finden, wo man damit also sehr zukunftsorientiert ist. Also mit beiden Geräten werdet ihr auch in 1, 2, 3 Jahren sogar noch locker Spaß haben und immer noch up to date sein. Trotzdem muss es natürlich einen Sieger geben. Und dann gehen wir doch einfach mal wieder die einzelnen Kategorien so durch. Fangen wir erstmal an mit Design bzw. Verarbeitung. Wen siehst du da denn vorne? Oh, das ist super schwer, weil also ich würde den Punkt jetzt eigentlich ans Mi 9 geben, weil das einfach ganzes normales Handy ist und einfach alles richtig das macht, was es machen soll. Aber diese Erfahrung mit dem Mi Mix 3, dieser Slider, da muss man natürlich Bock drauf haben. Aber wenn man da Bock drauf hat, macht das so viel Spaß und ist eigentlich auch so ein cooles Konzept, dass ich jetzt mal in Sachen Extravaganz vielleicht, ich gebe da jetzt einfach mal den Punkt ans Mi Mix 3, weil ich glaube, den hat es sich irgendwie verdient, einfach für den Mut. Okay. Wobei mir natürlich das Mi 9 super, super gut in der Hand liegt. Vielleicht wollen wir da beiden einen Punkt geben. Das wäre jetzt auch eher meine Sache. Ich wollte gerade schon reingrätschen. Ja, ich würde auch 1-1 sagen, weil beide wirklich ihre Vor- und Nachteile haben. Beziehungsweise das Mi 9 hat eigentlich keinen Nachteil, außer dass es halt keinen Slider hat. Ja, Nachteil. Aber sagen wir mal 1-1. Dann Display. Gehen wir den Punkt ans Mi Mix 3. Keine Notch? Keine Notch, okay. Also 2-1. Jetzt ist spannend. Das muss man auch sagen. Notch ist ja da und hier ist sie nicht da. Okay. Dann sagen wir mal Performance. Wer ist da der Favorit? Ja gut, dann will ich aber auch den Punkt haben, bitte. Dann ist es nämlich 2-2, weil hier einfach der neuere Prozessor drin ist, auch wenn man ihn im Alltag nicht wirklich merkt.
Er ist trotzdem neuer, er ist schneller. Den muss ich dir jetzt geben, tatsächlich. Ja. Dann sind wir bei 2-2. Dann ist natürlich noch die Kamera ein riesiges Thema. Da ist, glaube ich, der Gewinner ziemlich klar, oder? Genau, natürlich das Mi Mix 3, nein. das Mi 9, einfach aufgrund, dass man die Flexibilität hat. Müssen wir eigentlich beide zählen? Oder? Wir müssen beide zählen, damit wir uns auch nicht gegenseitig bescheißen. Ich mache so, ich zähle für die Zuschauer, du zählst für... Für mich, damit ich es nicht vergesse. Okay. Genau, also Kamera fürs Mi 9. Dann haben wir noch Akkulaufzeit, würde ich sagen, oder Akku generell. Würde ich auch den Punkt an das Mi 9 geben, einfach aufgrund des 20 Watt kabellosen Ladens und 100 mAh mehr Kapazität, heimst sich da das Mi 9 auch den Punkt ein, würde ich sagen. Also ich würde fast sagen, es ist eigentlich nur wegen dem kabellosen Laden, die 100 mAh kann man auch mal tatsächlich verwenden lassen. Gut. Anschlüsse. Anschlüsse, Extras drumherum, ja, die tun sich ja nicht viel an wirklichen Anschlüssen. Ja. Ist es hier nur der Infrarotsender hier oben, glaube ich, oder? Da müsste man streng sind auch dem Mi 9 den Punkt geben, ne? Müsste man, wenn man streng ist, auch dem Mi 9 den Punkt geben, genau. Ja, gibt es irgendwelche Vorteile? Du hast besseres Face Unlock. Das ist noch vielleicht ein Vorteil. Ja, hast du recht. Von daher würde ich jetzt mal den Punkt für beide geben. Ja, machen wir ein solides 1-1 in dem Punkt. Dann sind wir bei 5-3, wenn ich mich nicht verzählt habe zwischendurch. Das macht auch das Mi 9 hier zum Sieger im Battle, auch wenn es relativ knapp ist und die in vielen Disziplinen gleich auf sind tatsächlich, sind es dann doch dann die bessere Kamera und das 20 Watt kabellose Laden, die dann im Endeffekt den Ausschlag geben. Finde ich eine faire Bewertung. Man muss auch sagen, dass beide hier preislich auf einem ähnlichen Niveau sind. Also hier starten wir bei 450 Euro, bei dem Mi Mix 3 starten wir bei 500 Euro. Ja. Und falls bei euch auch gerade die Welt untergeht im Ton, das ist leider hier unser Studio, man hört es ein bisschen draußen. Ja. Aber das ist ganz egal, denn uns interessiert eure Meinung. Was gewinnt für euch? Ist es dann doch der Slider? Ist es dann eher so ein emotionales Ding, irgendwas, worauf man Bock hat? Oder seid ihr dann lieber, ey, ich will einfach nur ein normales Smartphone, was einfach rennt und gut funktioniert? Haut das gerne mal in die Kommentare, da wird uns eure Meinung echt interessieren. Genau, begründet das bitte auch. Nicht einfach nur sagen, Team Mi 9, Team Mi Mix. Sondern auch natürlich ein bisschen diskutieren, bitte. Das wäre interessant. Wenn ihr noch mehr Vergleichsvideos, Smartphone-Reviews und Gadget-Tests sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier vorbei. Hier wird euch das nächste Video verlinkt. Ansonsten lasst gerne ein Like da fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Und was ihr auf gar keinen Fall vergessen dürft, ne? Den Abo-Button betätigen und die Glocke, die Bell hitten. Und damit sagen wir dann bis zum nächsten Video. Ciao.